In diesem Film haste ich Roteichen, die Gastbaumart aus Nordamerika, die ich vor kurzem vorgestellt habe, und ich beantworte Fragen des letzten Videos. Ja, willkommen bei Wild auf Wald. Heute bin ich in der Kultur bei Roteichen. Im letzten Video habe ich die Roteiche dargestellt als mögliche Option nach einer Käferkalamität zur Aufforstung. Ich möchte hierbei noch ein paar Ergänzungen geben und möchte dir Kulturpflegemaßnahmen zeigen. Als erstes, auf passenden Böden ist die Roteiche sehr schnellwüchsig. Die Roteichen, die du in diesem Film siehst, sind etwa 3 Jahre versetzt. Also es waren Topfpflanzen in erster Linie, weil Wurzelnackte schlecht verfügbar waren, wurden Topfpflanzen gewählt. Sie waren nicht sehr groß, ich schätze so 40, 50 cm und sind super angewachsen und haben gewaltige Wachstumsfortschritte gemacht. Was bei der Roteiche zu ergänzen ist, sie neigt zu Zwieseln. Im letzten Video habe ich davon gesprochen, sie hat eine super Astreinigung und neigt nicht zu Flugästen, aber sie neigt zu Zwieseln. Also das muss man schon sagen, man muss in der Kultur wirklich immer wieder die doppelten Wipfel herauszwicken, dass man eine gute Leistung hat. Hier sieht man schon so einen abgezwickten Trieb gleich hoch. Im Sinne der Saftwaage werden beide Triebe gleich schnell weiterwachsen. Also wenn man da nicht wirklich jetzt einen entfernt, dann wird dieser Baum nicht wirklich Wertholz werden, sondern Brennholz. In der Kultur, sage ich immer wieder, kann man ruhig mehrere Bäume wertasten. Es ist nicht viel Arbeit. Mit einer kleinen handelsüblichen Gartenschere, ich verlinke sie dir, die ich verwende, in der Videobeschreibung, bekommst du mit dem Rabattcode bei Silvanus günstiger, wie immer. Und mit einer so einer Giraffenschere, die ich sehr gerne mag, mit der kann man Aststärken, ich sage es ungefähr bis 2,5 bis 3 cm noch gut durchtrennen. Mit diesem ausgerüstet ist man sehr schnell, und wenn wirklich, wie im letzten Video geschildert, so horstweise Pflanzungen sind, dann dauert es wenige Minuten, einen so einen Horst völlig zwieselfrei zu machen, und das würde ich investieren, nicht nur einzelne, sondern wirklich eher großflächiger, dann hat man nachher noch groß die Wahl bei der Auszeige bzw. in Durchforstung, um mehr Pflanzenmaterial vorzufinden, die eine gute Schaftausbildung haben. Ganz, ganz wichtig bei der Wertastung, ich habe da schon mal eine Serie drüber gemacht, wenn du jetzt abonnierst, dann versäumst du die neue Serie nicht, die wird kommen, die ist in Planung, also, und da weiß ich noch nicht richtig, wie ich es angehe, also jetzt Abo, dann versäumst du es nicht. Bei dieser Kulturastung ist es ganz wichtig, erstens einmal nur Zwieseln und möglicherweise Steiläste entnehmen. Wenn sie auffallend starke Äste sind, können wir die auch herausschneiden. Bitte nicht von unten nach oben in die Höhe putzen. Nicht von unten nach oben die Äste abschneiden. Das ist eine Zerstörung des Bestandes. Der Baum braucht Blätter, der braucht eine Lunge, und wenn wir von unten nach oben das wegschneiden, dann hat er die nicht mehr, beziehungsweise werden die oberen Äste so schnell dick, dass wir sie nachher nur noch schwer entnehmen können. Also ich würde ja empfehlen, maximal so 2-Euro-Stück große Äste zu entnehmen. Das ist bei kleinen Bäumen eh schon sehr viel. Also wirklich, wirklich auf die Zwieseln konzentrieren und auf die Steiläste konzentrieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dynamische Astung heißt das Ganze. In der dynamischen Astung betrachte ich den Baum von oben nach unten und nur problematische Äste sind zu entfernen. Feinäste bitte belassen. Ein zweites, was du beachten solltest, ist die Schnittführung. Die Schnittführung nicht zu weit am Stamm wählen, ungefähr im rechten Winkel auf den austretenden Ast. Am Ast ist ein Astwulst, der darf in keiner Weise verletzt werden, weil sonst entsteht eine riesige Wunde, die schwer verheilt, und am Astwulst abgeschnitten entsteht eine Wunde, die schnell verheilt. Stummeln sind natürlich auch schlecht. Nichtsdestotrotz ist natürlich mit der Giraffensäge dort und da ein Ast, wo man nicht so gut hinkommt, wo man vielleicht einen kleinen Stummel belassen muss, aber das ist mir immer noch lieber, wie zu weit
beim Stammschneiden, das ist wirklich, wirklich schädlich. Da kann man ganze Stämme, ganze Kulturen können da vernichtet werden durch die Astung. Also das ist schon eine ganz, eine wichtige Tätigkeit. Ja, und jetzt wieder zur Roteiche, eine Baumart mit gewaltiger Jugendentwicklung. Ihr seht es, die wächst wirklich mit der Birke, mit der Eberesche mit. Kein Problem, nichtsdestotrotz sollten wir nicht gewünschte Baumarten, die ich vielleicht auf dieser Fläche jetzt nicht so gerne mag, einkürzen, denn die Roteiche neigt zum Schiefwerden, sie wächst extrem dem Licht zu, und wenn sie in der Jugend schon stark bedrängt wird von Beigewächsen, von Sträuchern und so weiter und so fort, dann kann es schon sein, dass sie recht schiefe Stängel ausbildet und somit eine schlechte Schaftqualität ausbildet. Und jetzt zu deinen Fragen. Ausgesuchte Kommentare habe ich jetzt herausgegriffen vom letzten Video. Viele waren ähnlich. Und es ist wirklich stellvertretend für diese rege Anteilnahme an meinem Film. Und da möchte ich mich bedanken. Also wenn du Kommentare schreibst, das freut mich wirklich besonders und ist meistens sehr interessant. Und sehr oft oder fast immer werde ich dieses auch beantworten. Okay, Naturpfade V schreibt: Solange die Wahlverjüngung funktioniert, sollte man die Natur entscheiden lassen. Naturpfade V. Da bin ich völlig deiner Meinung. Aber es gibt Bestände, wo großflächig nur die Fichte vorkommt. Und wenn wir dort an die Verbreitungsgrenze der Fichte stoßen und nur Fichtennaturführung zu erwarten ist, dann werden wir wahrscheinlich für andere Baumarten nachbessern müssen. Anderer Seite wieder, der Klimawandel, wir wissen nicht, wo er hingeht, und die Bäume sind im Boden verwachsen. Darum jetzt schon punktuell in die richtige Richtung zu steuern, unseres Wissens nach in die richtige Richtung zu steuern, finde ich durchwegs schlau. Also wirklich einzelne hitzeresistente Baumarten einzubringen, horstweise, punktuell, finde ich, ist eine ganz, ganz schlaue Sache, weil man muss weiterdenken. Falls der Klimawandel so weit fortschreitet, wie ich es glaube, dann wird es in wenigen Jahren andere Baumarten geben. Und dann ist vielleicht die Möglichkeit, auch dort mit der Naturführung arbeiten zu können. Aber wenn diese jetzt nicht da sind, dann können wir in Zukunft dort mit der Naturführung nicht arbeiten. Ich hoffe, dass meine Meinung war jetzt verständlich. Es ist natürlich ein sehr komplexes Thema, diese ganze Geschichte. Klimawandel, wo geht die Reise hin? Urs Heuberger, was ist mit der Buche? Ja, was ist mit der Buche? Ich bin natürlich auch ein Rotbuchen-Fan, wenn auch sie mir besonders, wenn sie schon älter ist, vorkommt, dass sie mit dem sinkenden Grundwasserspiegel und mit der Hitze schlecht zurechtkommt. Auf frischen Standorten, wo genügend Wasserversorgung ist, ist die Buche sicher perfekt. Und wenn sie im Trockenen aufkommt und im Trockenen die Wurzeln ausbildet, im Jugendstadion, glaube ich auch, dass sie ein dementsprechendes Wurzelsystem ausbilden kann, um Trockenperioden gut zu überstehen. Aber Fun Fact, ich habe drei Baumarten vorgestellt. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Man könnte ja auch schreiben, was ist mit dem Bergerhorn, was sehr oft passiert ist. Oder mit dem Spitzahorn und so weiter. Berechtigte Frage, aber in diesem Video wurde die Rotbuche einfach nicht behandelt. Genauso wie sie heute sehr wenig behandelt wird. Daniel Kreten schrieb: Ich würde noch den Zusatz zur Roteiche erwähnen, dass freier Kalk im Boden schlecht vertragen wird. Ja! Völlig richtig, habe ich in dem Zusammenhang wahrscheinlich sogar vergessen. Ähnlich wie bei der Douglasie verträgt sie den freien Kalk im Boden schlecht. Daher gibt es diesen Säuretest, aber auch aufgrund der Zeigerpflanzen kann man ablesen, ob Kalk im Boden ist. Also wenn du zum Beispiel Schneerosen hast, wird wahrscheinlich die Douglasie sich schwer tun, weil das ein Kalkanzeiger ist. Nur als Beispiel. Martel Bädern schrieb: Alles schön und recht, aber Eiche und Birke ist halt kein Bauholz. Ja, das ist mir vollkommen bewusst. Wir leben von unseren waldbaulichen Fehlern unserer Großeltern sehr, sehr gut. Das muss man schon wirklich da so darstellen. Und ich sage nicht, dass Nadelholz keine Berechtigung hat. Aber wir müssen
Umdenken und Wegkommen von Reinkulturen aus Fichten. Ich bin davon überzeugt, auch in höheren Lagen kann man damit Schiffbruch erleiden. Wenn man jetzt momentan nach Kärnten sieht, wenn man nach Südtirol zieht, wenn man nach Osttirol sieht, dort ist die Fichte eigentlich in Reinkultur oft natürliche Waldgesellschaft und trotzdem frisst sich der Borkenkäfer auf 1500 Meter den Bauch voll. Und aus diesem Grund, glaube ich, schon müssen wir inselhaft in jedem Fall Mischbaumarten einbringen und natürlich auch andere säge- bzw. baufähige Holzarten einbringen. Es ist mir vollkommen bewusst, dass wir mit Roteichen nicht unseren Holzhunger nach Bauholz stillen können. Aber was hilft? Wenn uns Nadelbäume ausfallen, dann haben wir wenig Option. Und ich glaube, es gibt Gebiete in Europa, da kommen wir schon langsam Richtung Baumgrenze aufgrund des Niederschlags. Und dann stellt sich die Diskussion, ist es Bauholz, ist es kein Bauholz, ist alles besser als nichts oder Ruderalflächen. Christian Wugatzer schrieb, ich verdamme die Fichte nicht. Sie wird bei mir auch nach wie vor gepflanzt, nur eben nicht alleine. Ja, genau so, glaube ich, kann man es auch das festhalten. Ich sehe es genauso, auch auf dieser Fläche. Ups, hier ist schon die nächste Fichte neben mir. Hier ist als dienende Baumart in den Lücken zwischen den Laubholzflächen, den kleinen, überall Fichte gesetzt worden. Und das ist auch gut so. In der Vornutzung können wir Fichtenholz entnehmen und somit auch Blochholz verkaufen. Und wenn einzelne Fichten, die sich gut entwickeln, in den Endbestand kommen, in einem gewissen Mischungsverhältnis, wo ich mir das Ziel gesetzt habe, dann ist das völlig in Ordnung. Aber natürlich aufgrund des fortschreitenden Klimawandels, glaube ich, kann man das schon festhalten, dass Monokulturen nicht möglich sind. Ich kenne einen Betrieb, der arbeitet zum Beispiel mit Nadelholz-Mischwäldern. Ungefähr 20% Douglasie, 20% Fichte, 20% Weißtanne, 20% Lärche und 10% Laubholz, das in der Naturverjüngung aufkommt und mitwächst, in erster Linie zur Bodenverbesserung und zur Bestandesstabilisierung, einfach um ein Grundgerüst zu haben, auf das aufgebaut wird. Ja, super Möglichkeit, wenn der Boden passt, finde ich das sehr, sehr schlau. Nichtsdestotrotz, Mischwald ist die Devise. Wir brauchen wieder Ökosysteme, die tragfähig sind. Auch um die Waldfrage zu lösen, brauchen wir verschiedene Baumarten, brauchen wir einen tragfähigeren Wald mit mehr Licht, mehr Naturverjüngung und verschiedenen Baumarten. In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf meinen Jagdkanal hinweisen. Ich habe das getrennt. Hier kannst du das abonnieren. Hier noch das letzte Video, das du ansehen kannst. Bis zum nächsten Mal bei Wild auf Wald. Vierte.